Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. So, ich habe unser kleines Test-Setup aus dem Livestream mal nochmal einen kleinen Ticken überarbeitet. Und zwar habe ich jetzt etwa den etwas kleineren Heat Shield genommen, der aber auch ein bisschen schwerer ist, um den Schwerpunkt nach unten zu bringen. Und habe jetzt mal ein etwas kleineres Testgerät rangeschossen. Wir müssen jetzt nicht irgendwie auf 3 Millionen Kilometer hochgehen. Und habe gedacht, wir probieren es jetzt erstmal damit und gucken mal, ob wir damit einen sauberen Testflug hinbekommen für die ganze Geschichte. Das wäre zumindest so der Plan hinter der ganzen Sache. Jetzt gucke ich nur noch mal das Staging durch. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. So, dann versuchen wir das mal. Jo, also, warum eigentlich der Rover? Das hatte ich im Livestream noch gar nicht so erklärt. Ich möchte gucken, wenn wir nach Duna fliegen, wollen wir ja so eine kleine Kolonie da lassen und um Versorgungsfahrten zu machen und ein bisschen Duna zu erkunden, wäre natürlich ein Rover ganz cool, weil es die Reichweite der Mission einfach unheimlich erhöht. Und deshalb würde ich gerne diesen kleinen Rover noch mitnehmen. Deshalb auch der Kofferraum hier, da kann man Sachen transportieren. Und dafür muss der aber anlandbar sein, logischerweise, weil den Länder haben wir ja schon konzipiert. Also muss der Rover für sich alleine landen können. Gegebenenfalls auch mit jemandem, der ihn steuert. Das können wir dann noch gucken. Wir haben ja genug Sitze unten. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir es so hinbekommen. Ich fliege jetzt gleich ein bisschen ins Landesinnere, damit wir auf Boden landen und nicht im Wasser. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ding sich nicht wieder tausendmal überschlägt oder so bei der Landung, sondern wir mit dem Heatshield vielleicht ein bisschen stabiler runterkommen. Das wäre zumindest so mein Traum, wenn das klappen würde. Jetzt müssen wir mal sehen, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen auch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen über das Space Center hinweg, damit wir nachher auf der anderen Seite runterkommen und nicht auf dem Space Center. Das wäre nämlich ziemlich teuer und unangenehm. Das fliegt sich aber auch nicht so ganz aerodynamisch. Gut, aber erwartungsgemäß ist nämlich auch nicht ganz aerodynamisch. So, und ich hoffe mal, dass das jetzt reicht. Jetzt werfen wir mal den Antrieb ab. Oh, das ist nicht gut. Okay, also es legt sich schon mal sauber in den Wind. Das ist gut. Extend Engines. Wir kommen auch über das Space Center drüber. So, also angenommen, wir haben jetzt den Wiedereintritt überlebt. Und das sieht durch die Aerodynamik ganz gut aus. Dann wäre jetzt der nächste Punkt, das Ding da abzuwerfen. Und den Antrieb zu zünden. Auch das sieht gut aus, aber jetzt müssten wir mal ein bisschen stabiler werden. So. Und das ganze Ding ein bisschen einbremsen. Auch das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen mehr noch. Noch ein bisschen mehr. Oh. Das war ein bisschen viel. So. So. Ja. Gut, und jetzt müssen wir den Skycrane noch loswerden. Ich traue mich gerade nicht, das sauber im Fluss zu machen. Also langsam anfahren. Bremse rein. Und weg ist der Skycrane. Oh, wir sind ein bisschen hart aufgekommen, sehe ich gerade. Also die Räder sind ein bisschen kaputt gegangen. Aber abseits davon ist es okay. Ist soweit okay. Wir können jetzt natürlich nicht mehr fahren, weil echt alle Räder kaputt sind. Also das Absetzen müssen wir noch ein bisschen sanfter hinbekommen. Aber im Großen und Ganzen hat das doch mal gar nicht so schlecht funktioniert, würde ich sagen. Wo ist denn der Skycrane jetzt hin? Wir wissen es nicht. Und wir stellen auch keine weiteren Fragen, würde ich sagen. Okay, ja, grob Zusammenfassung würde ich sagen, relativ erfolgreicher Test. Jetzt müsste ich, glaube ich, nochmal... Wollen wir das nochmal probieren, ob ich das ein bisschen ordentlicher hinbekomme oder lasse ich es damit gut sein? Das kostet ja auch jedes Mal Geld. Ich glaube, ich gönne mir noch einen Testlauf. Einfach, um nochmal die Landung ein bisschen zu üben. Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, das Ding kann auf jeden Fall einen Kerbal Engineer vertragen.
Das schadet nämlich nicht, weil dann kann ich später auch im Anflug besser sehen. Was eigentlich genau los ist. So. So müsste das ganz gut passen. Da stört er nicht groß. Gut, der Rover-Test. Dann würde ich sagen, geben wir ihm nochmal eine Runde, in der wir versuchen, das Ding hier stabil zu halten. Und vielleicht eine etwas sanftere Landung hinzukriegen. Weil das war tatsächlich jetzt etwas unsanft, sodass wir die ganzen Räder zerstört haben. Wobei wir, wenn wir einen Ingenieur müsste, die Räder reparieren können, theoretisch. Schauen wir mal. So, erstmal fliegen wir los. Schwuppdiwupp. Vollgas in Richtung Abenteuer. Okay, mal probieren, ob er, wenn er ein bisschen schneller ist, noch mehr Höhe bekommt noch. Oder ob ich einfach nur die Kontrolle verliere. Es gibt ja nur die zwei Optionen. Aber es geht halbwegs. Halbwegs. Mit halbwegs meine ich so lala. Okay. Zack, das Ding weg. Uch. So. Also er zieht auf jeden Fall mit dem Hintern sauber nach unten. Das sieht wirklich gut aus. Das heißt, wir können die Engines ausfahren. Schon mal ein bisschen stabilisieren. So, und jetzt nehmen wir ihn mal ein bisschen runter, dass er nicht ganz so schnell abbremst. Also auf ein Drittel Speed ungefähr. Zack. Impact Time noch 9 Sekunden. So, jetzt laden wir den ab. Das sieht auch gut aus. Sehr schön. Jetzt schön langsam nach unten. Schön langsam absetzen. Diesmal ist auch nicht ganz so unruhig, weil ich diesmal auch das SRS anhabe. Ach scheiße, die Räder sind jetzt schon kaputt, ne? Durch was gehen denn die Räder so kaputt? Ach, ärgerlich. Es ist also gar nicht die Landung gewesen, sondern irgendwo... unterwegs war das schon. Zack, so. Hui, da fliegt er weg. Der Skycrane. Und macht nichts Schlimmes mehr. Sehr schön. Also das funktioniert, aber aus irgendeinem Grund gehen die Räder kaputt. War das das Heat Shield, als ich das abgekoppelt habe? Schwierige Frage. Schwierige, schwierige Frage. Das muss ich mir jetzt nochmal in der Fab angucken, ob wir da irgendwie noch vielleicht ein bisschen Puffer dazwischen bringen müssen oder so. Hilft ja vielleicht nichts anderes, ne? Irgendwas zerstört ihm die Räder so. Wie nah sind wir denn jetzt dran? Okay, wir sind relativ nah an den Rädern. Das heißt, wenn ich die abmache und das schlägt auf den Rädern ein, dann ist das prinzipiell nicht so gut. So. Das heißt, wir müssten dafür sorgen, tatsächlich, dass der Rover sich wegbewegt, ne? Von der ganzen Geschichte. So. Das heißt, wenn wir das Heat Shield abwerfen, muss das Heat Shield wegfallen können. So, wir werfen hier das Heat Shield ab. Eigentlich, warte mal, das muss aber schon eher sein, ne? Ja, schwierig. Jetzt wäre es natürlich spannend, wenn ich mein eigenes Video schon mal sehen könnte, was da eigentlich genau schiefgegangen ist. Ist es der Abstand zu dem... Ah, ist ja ärgerlich. Also ich glaube... Also erstmal die Drogshoots machen es, glaube ich, nicht schlechter. Die sind... glaube ich, gar keine so schlechte Idee. So, dass wir die mal so als Zwischenstufe noch zünden. Dann haben wir die auch, um später zu, also auf Duna zu bremsen. So. Es ist halt nur die Frage. Also ich muss es jetzt nochmal testen, damit ich es auch sehen kann und darauf achten kann, wann es mir die Räder so zerreißt. An irgendeiner Stelle geht das ja ganz fürchterlich schief.
An der Stelle müssen wir irgendwas verbessern. Es ist zum Glück halt durch das Recovern vom Rover auch nicht ganz so teuer. So. Also jetzt ist er noch ganz. Ich bleibe jetzt mal ganz nah dran. Wir machen jetzt mal hier quasi eine Nahaufnahme der ganzen Unternehmung. So. Also erstmal wieder fliegen, fliegen, fliegen. Okay, jetzt sind sie auch noch intakt. Mach mal lieber die Handbremse rein. Nicht, dass die Räder durch irgendwelche Drehmomente oder sowas so Probleme bekommen. Also hier sind sie noch in Ordnung. Und alles ist gut. So, jetzt sind sie auch noch in Ordnung. Jetzt würde ich sagen, machen wir gleich mal die Fallschirme auf, damit wir Drog haben. So, und jetzt lassen wir mal den Tank wegfallen. Ja, und dabei gehen sie kaputt. Okay, dann ist das wahrscheinlich die Ummantelung. Die Ummantelung von dem Fairing. Also von dem Decoupler. Das Fairing, was da drum ist. Das zerreißt mir dann scheinbar die. Das zerreißt mir scheinbar die Räder. So, aber trotzdem ist das schon mal nicht schlecht. Es gibt eine gewisse Stabilität. Dann kann ich nämlich den Skycrane ein bisschen austarieren. Ich lasse jetzt aber mal mit Absicht den Hitzeschild dran, um Geld zu sparen. Das sind auch wieder ein paar hundert. Paar hundert Credits, die ich recovern kann. Oder auch nicht. Gut. Ja, okay. Also es hat doch tatsächlich was mit dem Aufbau zu tun. Was ist denn, wenn wir da einfach das Dings abschalten? Das kann man doch, glaube ich, die Shroud kann man doch disablen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, heute eine Engineering-Folge, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Also heute wird kräftig gebastelt und optimiert. So, Shroud disabled. So, was wäre denn, wenn wir das so machen? Jetzt können wir mal die Billig-Test-Variante nehmen, weil wir wissen jetzt, was das Problem ist. Und dass er fliegt, wissen wir auch. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, dass wir einfach den Rover hier irgendwie festmachen. Oder so. Hält das? Ja. So, und dann klinken wir einfach mal das Fairing hier unten aus, würde ich sagen, oder? Wir nehmen noch einen Tank. Der Tank selber kostet ja nicht so viel, ne? 500, was soll der Geiz? So. Macht mir das Landepad kaputt? Wir probieren es erstmal so. Kein Bock, das Landepad zu zerstören. Das wäre mal wieder sehr teuer. Okay. Das heißt, das hier ist eigentlich die erste Stage und damit auch die einzigste Stage, die wir machen. Rover-Test Nummer, keine Ahnung, 5, 6. Irgendwie so. So, mal gucken, ob das jetzt auch wieder die Räder schrottet. Wenn ja, wäre es ziemlich kacke. Das hat geklappt. Dafür sind jetzt meine Räder sehr eigenartig. Ah, die normalisieren sich aber. Dauert mal Sachen explodieren. Die normalisieren sich aber, wenn man den Shield abwirft. Okay. So viel zu dieser Erkenntnis. Also die Shroud weg scheint dann schon mal zu funktionieren. Und jetzt machen wir, glaube ich, nochmal einen richtigen Anlauf mit Shroud und allem drum und dran. Weil dann muss ich keine wilden Konzepte bauen, wo ich das Ding kopfüber transportiere, sondern kann trotzdem von unten Antrieb ranbauen nachher, um das Ding durchs Weltall zu fliegen. Das würde im Handling vieles stark vereinfachen, denke ich mal. Verglichen zu andere Dinge. So, ein Swivel. Ja, kostet ja zum Glück alles nicht so viel. So. Nee, das ist jetzt schlecht. So, jetzt kommt Antrieb und Dingens. Der kann jetzt wieder hier unten hin. Antrieb und abkoppeln. Dann kommt der da. Nee, dann kommt der da. Dann kommt der da. So. Später kann man das natürlich anders machen beim echten Wiedereintritt, aber jetzt fürs Testen ist so rum.
wahrscheinlich sinnvoller damit, wenn ich mit dem Rover in unsere ganzen Teile reinditschen. Dann Heatshield weg, Antrieb an, jawohl. Okay, dann würde ich sagen, hoffentlich finaler Test für den Rover. Und dann können wir uns mal anfangen zu überlegen, wie wir da eine Rakete drunter basteln. Weil der Adapter-Part für die Rakete dann erledigt ist. Und auf jeden Fall ist das Learning daraus, wenn ich die Landung irgendwie verpatze, dass ein Ingenieur wahrscheinlich mitfliegen sollte. Das wäre zumindest am hilfreichsten. Ich glaube, die können nämlich die Räder reparieren. Ja, müsste ich nochmal gucken, ab welchem Level das eigentlich geht. So, Start frei für unsere kleine Testmaschine. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es schaffen, diesen Rover in einem Stück abzusetzen. Das wäre ziemlich cool, wenn es klappen würde. Ich finde das zumindest ziemlich cool, weil dann haben wir schon mal die halbe Miete drin für unsere Rover-Mission. Dann müssen wir nur noch eine Rakete draus bauen. Und ich denke mal, Raketen bauen kriege ich hin. Irgendwie. Hat meistens bisher immer noch ganz knapp geklappt. So, alle. Zack. Dann machen wir die Fallschirme raus. Upp. Einmal straff ziehen. Jawohl. Und noch sind die Räder intakt. Und wir sprengen die Frachter ab. Jawohl, Räder sind kaputt. Also es hat irgendwas damit zu tun, dass da ein Antrieb drunter hängt. Okay, das heißt, das theoretische Konstrukt von wir können da einen Antrieb drunter schrauben, ist gestorben. Wir müssen es irgendwie hier oben drauf bauen. Hilft alles nichts. Das heißt, der wird irgendwie mitgepult am Ende des Tages. Weil die anderen Konzepte nicht so glorreich funktionieren, wie ich mir das gewünscht hätte. Leider. Weil es uns die Räder kaputt macht, aufgrund von irgendeinem, keine Ahnung, Clipping-Problem oder was auch immer da passiert. Auf jeden Fall, sobald jetzt ein Tank mit dem Antrieb dran ist, zerhaut es die Räder wieder. Was ärgerlich ist. Sehr, sehr ärgerlich. Hui! Mit Salto. So, also, auch noch ein Learning, nicht zu schnell landen. Aber nichts Schlimmes passiert. Halte mal still jetzt. Bitte. SAS und zack. Okay, also bauen wir die Rakete oben drauf. Es hilft alles nix. Ja, mal schauen, ob uns da jetzt was Schlaues für einfällt. Wir können ja dann quasi den Skycrane wahrscheinlich als Hilfstriebwerk benutzen. Das wäre auch ganz spannend. So. Also, das hier, schlechte Idee. So, wo ist jetzt unser Anfang? Da ist der Rover, so. Gut, also, wir haben hier den Rover. Soweit, so gut. Und dann kommt da oben drauf eine Rakete jetzt, logischerweise. Ich würde sagen, wir nehmen einfach direkt den Big Red Tank. Der ist nämlich nie falsch. Und dann müssen wir irgendwie mal gucken. Ah, wir haben den Small Hardpoint eh durch die Mission bekommen. Lasst uns das doch einfach mal so machen. Wir nehmen jetzt hier... Irgendwie ist meine Stimme gerade ein bisschen kaputt. Ich hoffe, das geht halbwegs zu verstehen. Zack. Dann machen wir hier... Tanks dran. Das Ganze zu versorgen. Und was nimmt man da so? Wir können es mal mit den Swivels probieren. 4 Stück, 4200 Delta V. Okay. Jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir hier irgendwie sagen könnten, wir nehmen ein bisschen was Effizienteres. So. Das hat jetzt natürlich bei weitem nicht ausreichend Thrust-Weight-Ratio. Aber wir könnten wir von oben pullen. Aber es hat auch nicht besonders viel. Oh, Delta V. 4,6. Oder aber wir machen das Ganze Atomor getrieben. Mal schauen. So. Kostet der Spaß, wenn wir da 4 ranklatschen, sind wir schon wieder ziemlich teuer, ne?
So, dann kann aber der Oxidizer raus und der Oxidizer raus. Und damit hätten wir. Fuel Pipes, Fuel Pipes, Fuel Pipes. Von hier nach da. Kann man hier nicht Crossfeed enablen oder so? Enable Crossfeed, das wäre wahrscheinlich auch einfacher gewesen. 4600 nur. Waren das jetzt so wenig? Delta V, wir hatten ja fast mehr mit den kleinen Dingern, oder? Wahrscheinlich wegen dem Gewicht. So, nochmal testen. 4600 versus 4900. Ja, sind ja die kleinen fast sinnvoller in dem Setup. Warum haben die denn so viel mehr? Ach so. Wahrscheinlich müssen wir die hier sperren. Zack, zack. 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 So. Okay, also die Teile hätten 4700 Delta V. Das müssen wir so noch nach oben bringen irgendwie. In den Orbit. Könnten ja gucken, ob wir das Booster unterstützt machen einfach. Denn alles ist besser mit mehr Boostern. Oh, das sieht nicht gut aus. Da müssen wir ein bisschen weiter nach außen gehen. Sonst brennen wir uns unten den Rover ab. Zack. Zack. So. Booster-gestützter Start. Zack. So, jetzt ist die Frage, ob uns das schon hoch genug bringt, ne? Wäre auf jeden Fall mal sehr experimentell, so als Rakete. Aber zum Glück auch gar nicht so teuer. Wie befürchtet. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Wir müssten noch was für Stromerzeugung ranbauen und wir müssen auch noch was für Steuerung und Funkverkehr ranbauen. Ist alles nur, um den blöden Rover darüber zu bringen, ne? Ich bin ja fast versucht, ihn doch noch an den Space Truck ranzufriemeln. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, was wir da noch an freien Plätzen haben. Weil das wird mir sonst zu aufwendig. Weil da muss jetzt wieder eine komplette Mission mit allem drum und dran und Strom aufpassen und Funkverbindung halten und alles und so. Zeitverzögerung. Alles, was man nicht so gerne macht. Und das würde ja eigentlich dafür sprechen, zu sagen, wir packen es doch noch an den Space Truck mit ran. Weil so schwer ist der Rover an sich nicht. So schwer ist der Rover an sich nicht. Selbst mit dem Treibstoff und dem Skycrane. Muss ich nur mal gucken, ob ich noch irgendwo Dockingports frei habe. Also vorne haben wir jetzt den Satelliten dran. Da ist nichts mehr. Hinten haben wir den Kladderadatsch dran. Aber mir war so, als hätte ich hier irgendwo seitlich noch welche gehabt. Da. Sehr schön. Ah, da ist tatsächlich noch Platz. Und das sind normal große Dockingports. Zwei Stück. Ja, passt auf, dann lasst uns das doch so machen. Wir bauen den Skycrane, sag ich schon, den Rover da an. Und ich benutze ein bisschen was vom Tank des Skytrains. Ich Knoten in der Zunge heute. Ein bisschen was vom Tank des Skycranes, um ihn dann vom Schiff abzudocken und in die Atmosphäre zu stürzen an Duna. Dann haben wir das doch in einem Transportding. Ich meine, wir haben jetzt 3200. 60 Delta V. Da ist schon alles totgelegt. Okay. Das heißt, es ist auch tatsächlich relativ realistisch vom Dings her. Ich glaube, so ganz so viel brauchen wir nicht. Ja. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können ja auch nochmal
2000 reintanken. Das heißt, wir kommen noch mal ungefähr ein Fünftel nach oben mit den Delta V. Ja, dann haben wir auf jeden Fall über, also mit dem Gewicht wahrscheinlich so um und bei 4000 dann. Aber das wird wohl irgendwie reichen müssen. Hoffe ich. Okay, dann also zurück ans Reißbrett und wir machen das tatsächlich so, dass wir ihn nur nach Minmus bringen müssen. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Wahrscheinlich. Aber dann muss ich ihn wieder andocken, ne? Andocken. Ach, schwierig. Das war nicht, was ich wollte. Ja, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden das für heute hier erstmal und ihr könnt mir mal so ein bisschen erzählen, was ihr so für Ideen habt, wie wir das konzeptionieren könnten. Ob ihr es auch mit an den Space Truck packen würdet, ob wir tatsächlich eine eigene Mission dafür bauen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge Hardcore-Köbel, dass wir das dann so umsetzen mit den Ideen, die zusammengekommen sind. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.